Liebe Freundinnen, vor 4 Jahren durfte ich das erste Mal mit 10 anderen KollegInnen mich auf das Abenteuer Bundestag einlassen. Und zum ersten Mal war die Bayerische Landesgruppe mit Abgeordneten aus allen Bezirken Bayerns vertreten. Und wir 11, wir sind ziemlich verschieden, wie das halt Fränkinnen, Schwaben, Bayern so sind. Ich finde, am verschiedensten sind die Oberpfälzer und die Oberpfälzerinnen. Aber es hat mir so viel Spaß gemacht, weil wir alle in der Bayerischen Landesgruppe zusammengearbeitet haben, damit das, was wir in Berlin machen, bei euch vor Ort auch ankommt. Dass Landespolitik, Kommunalpolitik und Bundespolitik zusammenwirken. Und dafür will ich mich ganz herzlich bei euch allen bedanken. Zusammenhalt. Zusammenhalt brauchen wir auch in Zukunft. Denn wir haben uns eine große Sache vorgenommen. Wir haben uns vorgenommen, Deutschland, die größte Volkswirtschaft der EU, gerechter, sozialer und in wenigen Jahren klimaneutral zu machen. Ich bin ja hier das Nordlicht in der Runde und bei mir in der Rhön leben die Menschen in der Natur. Das wird bei euch genauso sein. Sie sehen, wie trocken es ist. Sie sehen, welche Schäden das anrichtet. Und das macht ihnen Angst und sie wollen etwas dagegen tun. Aber sie können sich oft noch kaum vorstellen, wie das auf dem Land gehen soll. Es gibt keine Alternativen zum Auto, mit denen man den Alltag bewältigen kann. Die Energiewende ist zäh und bürokratisch geworden. Und wer hochbetagt allein im Eigenheim zurückgeblieben ist, der traut sich eine energetische Sanierung trotz Förderung oft einfach nicht zu. Das Vertrauen dieser Menschen in unsere Politik gewinnen wir nicht mit Reden, sondern mit Taten. Die Busse müssen fahren, die Windräder müssen auf den Acker und die 80-Jährige im Eigenheim braucht eine Lösung, die für sie wirklich funktioniert. Keine Versprechungen mehr, keine wolkigen Ziele, keine Show, Taten. Ein Punkt ist mir besonders wichtig. Wir müssen den Ausverkauf unserer kommunalen Kliniken stoppen. Und das geht nur im Bund. Und es geht nur mit einem Systemwechsel. Eine humane Medizin kann es nicht geben, solange wir Gesundheit als Ware behandeln, Pflegekräfte als Defizitbringer und kranke Menschen als Fallpauschalen. Kommunale Krankenhäuser sind das Rückgrat für eine ethische Medizin und die Beschäftigten in unseren Krankenhäusern sollen wieder das Nötige tun können und nicht nur das Abrechenbare. Ich werde keine Ruhe geben, bis das wieder möglich ist. Die Enttäuschung über eine Politik der verweigerten Reformen, der schmierigen Deals, der Wirtschaftsskandale sitzt tief. Mautdesaster, millionenfacher Dieselbetrug, milliardenschwerer Bilanzbetrug, unvorstellbare Korruption unter Abgeordneten. Jedes Mal werden Konsequenzen versprochen, jetzt aber wirklich und jedes Mal werden sie wieder ausgesessen. Demokratie und Rechtsstaat wurden von dieser Koalition geradezu zerfleddert. Und wenn aus Unternehmen systematisch heraus betrogen wird, dann hat das heutzutage viel zu selten Konsequenzen. Wer aber solche Missstände aufdeckt als Hinweisgeberin, als Whistleblower, der muss mit dem persönlichen Ruin rechnen. Große Konzerne in Deutschland verlassen sich teilweise nicht mehr auf die Qualität ihrer Produkte, sondern auf ihren guten Draht in die Politik. Und Lobbyisten nehmen nicht mit Argumenten Einfluss, sondern mit persönlichen Vorteilen für Abgeordnete. Der politische Spielraum für die Zivilgesellschaft wird gleichzeitig immer enger. Cannabiskonsumentinnen kriminalisieren oder Schwarzfahrer, das hält die Union für Law and Order. Aber Rasern, die Grenzen aufzuzeigen, dafür reicht der Mut dann schon nicht mehr. Wir Grüne werden uns die Hände dreckig machen müssen im Maschinenraum dieses Landes. Ich bin allerdings sowieso eher der Typ für den Maschinenraum als für das Oberdeck, deswegen schreckt mich das nicht. Aber insgesamt gebe ich zu, ich habe manchmal auch Muffe, denn der Berg ist verdammt hoch, über den wir drüber müssen. Aber ich will mit euch allen zusammen darüber. Stefan Schmidt hat mal gesagt, ich sei in der Fraktion zuständig für alles, was sonst keiner versteht. Besser kann ich es auch nicht formulieren, was ich euch anbieten kann. Alles ist drin, auch Blut, Schweiß und Tränen. Wir werden auch Fehler machen, natürlich werden wir das. Aber alles ist drin, alles,
auch ein neuer Zusammenhalt in Deutschland und eine Zukunft auf diesem Planeten, wenn wir das als gemeinsames Projekt anpacken. Wir alle brauchen euch alle. Liebe Heute Manuela, euer Vertrauen, in den nächsten Jahren eure Kritik, komm. Eure Ideen, eure Unterstützung. Ich bitte um eure Stimme. Vielen Dank.